Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Unboxing der World of Sweets. Ich habe sie falsch rum geöffnet, fällt mir gerade auf, aber egal. Werfe ich es gleich runter, ich wollte es eigentlich bloß umdrehen. Hier, der World of Sweets Neuheiten Box Juni 2024 steht sogar hier drauf. Genau, die werden wir jetzt miteinander öffnen. Ich habe gerade das Video abgedreht von den Süßigkeiten, die ich noch mit dazu gekauft habe, weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon einkaufe, dann kann ich auch ein bisschen was mitbestellen. Ist ein bisschen ausgeartet. Aber die kommt später online, die Bestellung. Jetzt packen wir die aus. Die Neuheitenbox, ich habe sie schon lange nicht mehr bestellt tatsächlich. Am Anfang war ich sehr begeistert. Die letzte, die ich hatte, war glaube ich war nicht mehr so gut. Und deswegen habe ich dann nicht mehr bestellt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich traue mich mal wieder ran, weil ich sie bei Nerds Heaven mal wieder gesehen habe. Und da war sie nicht schlecht. Und guck, was drin ist. Wir machen auf. Und es sieht mir gleich was entgegen, was ich nicht so toll finde. Aber was die Kinder toll finden werden. Und zwar ist hier einmal drin ein Burger zum selber basteln. Das schenke ich meinem Neffen. Für mich ist das nichts. Ein Burger Jelly. Da ist wirklich alles dabei. Du hast zwei Brötchen, du hast eine Bulette, du hast Ei, du hast Tomate und du hast einen Salat. Ist nicht meins. Bekommt mein Neffe, der wird sich darüber freuen. Dann haben wir als Neuheit drin den Cashew Cranberry Mix. Und das ist halt so, das ist nicht neu. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal in den Boxen drin. Das ist wirklich nicht neu, deswegen finde ich doof. Ja, aber ist auf jeden Fall cool, dass da viele Cashewkerne drin sind, denn ich liebe Cashewkerne. Aber wahrscheinlich ist wieder Cashewkerne sehr wenig und Cranberries sehr viel, weil Cashewkerne sind natürlich teurer als Cranberries. Aber wir werden sehen. Die Cashewkerne werde ich essen und die Cranberries werde ich dann meinem Papa bringen. Ich habe es tatsächlich leider nicht so mit Cranberries, muss ich sagen. Dann haben wir... Das sieht sehr interessant aus. Snack Bites, Jalapeno und auch nicht schon wieder Limette. Warum muss ich bei sowas immer Limette mit reinmachen? Ich finde, das passt nicht. Das schmeckt überhaupt nicht. Ja, das wird dann mein Mann bekommen von Valentina Snacks. Ich merke schon, das ist jetzt nicht so meine Box, habe ich das Gefühl. Die Gummibärchen sind nichts für mich. Das ist nichts für mich. Aber es ist immerhin für jeden was dabei. Das wird meinem Mann schmecken, weil der mag zum Beispiel diese Takis mit Limette auch sehr gerne. Ich überhaupt nicht. Also die wird mein Mann mögen. Die Cranberries bekommt mein Papa. Das bekommt mein Neffe. Das Einzige, was ich bisher mag, ist die Cashews. Leider. Aber es geht noch weiter und ich hoffe, es geht gut weiter. Das ist auf jeden Fall was für mich, das nächste. Und der hört sich echt lecker an. Von Teekanne Frio kalt aufgießen Kokosnuss Hibiskus Limited Edition. Teebeutel plus kaltes Wasser. 18 Teebeutel sind da drin. Das ist dann eher meins. Ich liebe Tee und ich trinke den aber trotzdem immer warm. Also ich mache mir den tatsächlich nicht kalt, weil ich habe ja auch schon von... War das von Teekanne? Da gibt es doch auch so Lipton-Eistee-Teebeutel. Also so Eistee-Teebeutel. Die trinke ich auch immer warm. Mag ich auch total gerne. Mal gucken. Ich werde es in die Arbeit mitnehmen, weil wenn ich dann meinen Tee mache und einen Einsatz habe... Und ich dann zurückkomme und der kalt ist, ist es wenigstens nicht so schlimm. Dann habe ich was, was für mich ist auch sehr schön. Und zwar von Nicknack. Jetzt kommt Maria gerade rein, falls ihr das Staxen hört. Das ist Maria. Von Lorenz, die Nicknacks Nacho Cheese Style. Oh, jetzt sieht das lecker an. Merkt man, dass ich noch nichts gegessen habe? Ich habe Hunger. Oh, Limited Edition ist das auf jeden Fall. Die gehören mir. Die bleiben bei mir. Sehr schön. Dann haben wir was, was leider überhaupt nichts für mich ist. Werde ich meinem Mann geben. Und zwar Sano Takt Energy Drink. Vor und während körperlicher Anstrengung. Koffein zur Steigerung der Ausdauerleistung mit Taurin Energy Drink Geschmack. 20 Brausetabletten. Ja, bekommt mein Mann. Ich hoffe, der mag das. Dann haben wir tatsächlich wieder was für mich. Und zwar einmal von Marabu Apelsin Krokant. Also Orange Krokant, denke ich, soll das sein. Einmal so ein kleiner Schokoriegel. Ich liebe Schokolade, ich liebe Orange, deswegen meins. Und dann auch noch was für mich, Gott sei Dank. Also es hat schlecht angefangen, aber Gott sei Dank gut aufgehört. Und zwar von De Boekeler Cereola mit Choviva. Schmeckt Schokolade Carfric, CO2 reduziert und vegan. Genau, einmal so Kekse. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ja, und dann war es tatsächlich wieder. Was sage ich jetzt zu den Produkten? Ich meine, wie gesagt, der Anfang, der war nichts für mich. Die finde ich auch irgendwie... komisch hier drin, muss ich jetzt ehrlich sagen, die Energietabletten. Der Rest okay. Die Nicknacks, mega. Schokokekse, mega. Tee, mega. Die Snackbites sind an sich auch toll. Und die Nüsse mit Cranberries natürlich auch, obwohl die nicht neu sind. Das mit dem Burger, das ist irgendwie... Das ist so, das sind so Süßigkeiten, die würde ich in der, die stelle ich mir bei Kick in der Süßigkeitenabteilung vor. So eine richtige Billo-Süßigkeit. Ja, genau. Ich muss aufhören, weil Maya steht gerade da ganz ungeduldig und guckt mich an. Ich muss jetzt unbedingt mal ein bisschen Zeit mit meinem Hund verbringen, weil jetzt habe ich 4 Videos aufgenommen. Waren es jetzt 4 oder 3? Ich glaube 3 Videos. 1, 2, 3 Videos waren es jetzt. Aber morgen kommt nochmal ein Paket und dann muss ich auch nochmal was aufnehmen. Deswegen habe ich mir gedacht, muss ich das jetzt machen. Das war's mit dem Video. Was sage ich jetzt zur Box?
sie ist okay, würde ich sagen. Sie ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, super Box. Aber sie ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, es ist schlecht. Die zwei Sachen sind halt nicht so gut, aber das ist halt immer auch Geschmackssache. Das ist halt leider so. Aber ich finde sie nicht schlecht, tatsächlich. Und für mich ist alles neu, bis auf der Cashew Cranberry Mix. Von mir trotzdem einen Daumen nach oben, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da. Wie hat euch die Box gefallen? Würde mich mega interessieren. Würdet ihr sie kaufen oder eher nicht? Was findet ihr am interessantesten? Was findet ihr, was hättet ihr auch nicht drin haben, brauchen? Würde mich auch interessieren. Und natürlich könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Unten auf den Abonnieren-Button. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.